So, schön dich, schön euch wiederzusehen. Als ich vor ungefähr 2 Wochen gesagt habe, dass es am 8. weitergeht, wusste ich noch nicht, dass noch eine Woche dranhängt und dass wir noch unterwegs sein werden. Deshalb brauche ich noch ein bisschen Verlängerung von meinem Osterurlaub. Wir sind im Augenblick in einer sehr spannenden Phase, also wir, sprich Liesel und ich, wie es mit uns weitergeht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich im Juni, Ende Juni entpflichtet werde von meinem Dienst, also in den Ruhestand gehen kann oder könnte. Und das ist auch alles weiterhin so geplant und ich werde noch 4-mal in der Gemeinde sein. Es ist spannend auf der einen Seite. Ich bin froh, dass ich viele Dinge jetzt auch los bin, verantwortungsmäßig eben, dass ich dort keine Verantwortung mehr habe. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, das Loslassen macht auch emotional natürlich etwas mit mir. Es ist schließlich so ein Stückchen unser Kind, unser Baby nach 33 Jahren. Die Gemeinde ist erwachsen worden, klar. So Stück für Stück loslassen, einen letzten Weihnachtsgottesdienst, einen letzten Ostergottesdienst, ein letztes Mal dies und jenes, das ist etwas sehr Schönes einerseits, aber natürlich auch etwas emotional Herausforderndes. Wir sind jetzt in den Überlegungen und deshalb sind wir nochmal auf Tour, wie es mit uns dann 2025 weitergeht. Im Augenblick sieht es so aus, dass wir noch weiter arbeiten werden. Und im Augenblick führe ich Gespräche, führen wir Gespräche, wie das aussehen kann, wo wir sein werden. Nach wie vor planen wir hier in Hochdahl zu bleiben, und also in Erkrath zu bleiben und natürlich auch ein Teil der Treffpunkt Lebengemeinde zu sein. Aber es wird so sein, dass ich noch ein paar Jahre eben weiterarbeiten werde und das klärt sich so in den nächsten Wochen. Und es ist ganz spannend zu sehen. Es sind einige Angebote da, es sind einige Gespräche schon gelaufen, einige folgen jetzt in der nächsten Zeit. Und deshalb brauche ich noch mal ein bisschen Zeit zum Luft holen, um mich auf diese Sachen zu konzentrieren. Wie geht es 2025 mit mir, mit uns letzten Endes weiter? Und klar, wir sind abhängig von Gott, wo er letzten Endes die Türen aufmacht oder die Türen auch wieder schließt. Deshalb sind wir noch mal unterwegs. Und wir werden uns am Mittwoch, ich glaube, das ist der 17., guckt nochmal genau dahin, da wird es dann weitergehen eben und ich möchte da gerne eine neue Thematik euch nahebringen. Aber zu den ganzen Überlegungen gehört natürlich auch, wie geht's mit Pastor at Home weiter. Wir sind ja jetzt schon mit vielen von euch seit 4 Jahren unterwegs. Anfang März war es, glaube ich, als erste Mal Pastor at Home beim ersten Lockdown damals 2020 aufgenommen worden ist. Und seitdem sind mehrere hundert Folgen gedreht worden. Und irgendwann muss die Sache ja auch auslaufen. Und auch da bin ich am Fragen. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ein paar Tipps, wo du sagst, es reicht auch langsam, wir wissen jetzt alles, oder ihr habt noch ein paar Ideen, was man machen könnte. Auch da sind wir im Augenblick am Fragen, oder bin ich am Fragen, wie es eben zunächst bis zum Sommer weitergeht, ob es weitergeht. Also alles so Dinge, es ist spannend, es ist jetzt nicht irgendwie belastend oder irgendwie deprimierend, sondern wir sind sehr gespannt, wie Gott uns weiterführt und wo ich halt weiter meine Gaben einsetzen kann, wo wir unsere Gaben einsetzen können. Was ich machen werde in der nächsten Woche, also Mittwoch nächste Woche, das ist das neue Thema mit Jesus on Tour. Ich möchte mit euch in das Markus-Evangelium gehen und werde mit euch zusammen schauen, wie Jesus gelebt hat. Wie er reagiert hat auf gewisse Umstände, wie er Menschen behandelt hat. Du wirst vieles wissen, aber ich würde gerne mit dir einfach mal Jesus anschauen in verschiedenen Aspekten des Markus-Evangelium, der oft sehr kurz und knackig die Geschichten beschreibt. Und dass wir einfach sehen, wie hat Jesus in gewissen Phasen reagiert, was kann es mir helfen, wo kann ich ein Vorbild nehmen, wo kann ich von ihm lernen. Und da würde ich euch gerne die nächsten Wochen mit reinnehmen. Also mit Jesus on Tour vom Pastor at Home. So wird es weitergehen. Und jetzt brauche ich einfach noch ein paar Tage Luft
und würde mich freuen, wenn du einfach mit dabei bleibst. Und ja, wir sehen uns also am Mittwoch, den 17. April. Ich hoffe immer noch, dass das richtige Datum ist. Und dann wirst du sehen, wie die neue Serie weitergeht. Gottes Segen dir. Ich hoffe, dass es dir übrigens auch gut geht und dass wir in Kontakt bleiben. Ciao.